Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr eine defekte Rauffaser wieder reparieren könnt. Die Herausforderung bei mir ist jetzt, ich habe nur ein Stück von der Rauffaser, was übrig geblieben ist, und einen Eimer Farbe. Und damit will ich jetzt versuchen, diese defekte Stelle auszubessern. Wir nehmen hier mal ein Stück von unserer Tapete und reißen das mal grob ab. Ja, passt ungefähr. Tunken das jetzt hier in so einen Eimer voll mit Wasser, ne, weil wir wollen die Tapete, dass sie ein wenig aufweicht. Das lassen wir jetzt circa 1, 2, 3, 4, 5 Minuten liegen und gucken dann, ob das dann auch dementsprechend weich geworden ist. Das sieht gut aus. Wenn wir jetzt hier sehen würden, dass jetzt hier noch ein bisschen was abgeht, müssten wir das vorher noch abreißen, aber hier ist alles in Ordnung. Unsere Tapete ist jetzt schön weich und labberig, genauso wie wir es haben wollen. Und jetzt können wir auch mit dem Puzzeln beginnen. Bei Rauffaser generell ist es so, dass das eine Tapete ist, die man nicht schneidet, sondern im besten Fall immer reißt. Und das machen wir jetzt auch hier beim Puzzeln. Ich nehme jetzt hier ein bisschen was von meiner Farbe und tupfe die erstmal hier großflächig. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, denn wir machen jetzt auch gleich ein bisschen unsere Finger dreckig. Ziehe ich mir hier ein paar schöne Stellen ab. Man guckt dann hier, wie das so passt. Das sieht ganz gut aus. Das passt dahin. So, der sieht hier ganz gut aus. So, und so wird das Ding hier Stück für Stück zusammengepuzzelt. Brauchen wir wieder ein bisschen Farbe. Wie wir hier sehen, da muss noch ein bisschen was. Dann hier auch schön immer die Ränder mit dem Finger verstreichen. Und schon sehen wir, wie hier Stück für Stück unsere Tapetenstruktur zurückkommt. Gerade bei kleineren Stellen ist das ideal, bei größeren könnte man anders davor gehen oder man macht es genauso, wie ich es jetzt hier mache. Gut, da haben wir das jetzt ausgebessert. Jetzt gehe ich nochmal und tupfe das mit Farbe bei. Und jetzt habe ich den Pinsel nochmal ein bisschen ausgestrichen und jetzt tupfe ich da quasi unsere, imitiere ich die Walzenstruktur. Aber wie gesagt, in dem Fall ist es eh egal, weil die komplette Wand nochmal gestrichen wird. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie nicht mehr gestrichen wird. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Ja gut, wie ihr sehen konntet, ist es absolut überhaupt kein Problem, wenn mal so ein bisschen Tapete abgeht oder fehlt. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ab damit unten in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Und schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Abonniert mich kostenlos und verpasst keine Videos mehr. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!